Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession nach der kurzen Narren-Episode. Drei Folgen dieses Narrenfest. Geht's jetzt weiter mit dem, ja, was wir gewohnt sind? Malbaltor. Jawohl. Da haben wir noch ein bisschen was zu erledigen. Und zwar gehen wir erstmal zu Nilendril. Gehört ihr zum Talmor? Ja. Dank sei Öfre. Genau. Ich wusste, sie würden Hilfe schicken. Machen die immer. Sie haben unser Lager ausgelöscht. Wer? Als die Patrouille verschwand, dachte ich... wartet. Wo sind die anderen? Moment. Wen hattet ihr erwartet? Die Fäuste des Talmor. Na ja. Sie haben eine Patrouille geschickt. Aber wir wurden angegriffen. Ich konnte nicht hinschauen. Oh. Ich konnte nicht das Geringste tun. Wenn ihr nicht zu ihnen gehört... Ist es möglich, dass sie überlebt haben? Ich weiß es nicht. Als sie angriffen, gab es eine panische Flucht. Wir konnten uns nicht verteidigen. Aber der Talmor, nun... Es ist zumindest nicht unmöglich. Ich weiß, es ist viel von euch verlangt. Aber könntet ihr nachschauen gehen? Vielleicht ist jemand dort drin noch am Leben. Ich guck mal nach. Aber seid vorsichtig da drin. In den Schatten lauern Dinge. Okay, dann sag mir mal, wie diese Dinge aussehen. Ich konnte keinen genauen Blick auf sie werfen. Okay. Sie fegten durch den Talmor wie ein Hagel Pfeile. Es gab nichts, was ich tun konnte. Ich bin geflohen. Was führte die Fäuste des Talmors hierher? Der Erkundungstrupp bekommt jeden Monat Vorräte vom Talmor. Ich habe versucht, sie zu warnen, bevor sie in den Wald gingen. Ich kam zu spät. Ah ja, also ein Erkundungstrupp, so. Bis vor einigen Jahren war Wildingslauf noch ein Dorf. Kein sehr großes, aber doch groß genug, um vermisst zu werden. Sie sind alle verschwunden. Niemand weiß, was geschehen ist, außer dass der Bluthund einst seinen Fuß hierher gesetzt hat. Den hatten wir ja schon der mal. Der Talmor hat uns hergeschickt, um dem nachzugehen. Bluthund? Man sagt, er wäre einst ein Bosmer gewesen und dies hier seine Heimat. Ja. Nach all der Zerstörung, die er über uns gebracht hat, schien es nur naheliegend, dass er auch für die vermissten Fälle verantwortlich ist. Jetzt bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Wo sind die anderen? Tot. Tot. Wie die Fäuste des Talmors. Die Kreaturen fielen nachts über uns her. Wenn ich nicht so lange aufgeblieben wäre, um eine Nachforschung voranzutreiben, darüber möchte ich gar nicht nachdenken. Können wir über etwas anderes sprechen? Na komm, wir gucken jetzt erstmal. Wo die anderen sind, wir werden wahrscheinlich, glaube ich mal, nur gleich finden. Na übrigens, guck mal. Das hier ist der... Oh, habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Moment, Sammlung, Reittiere. Das ist der Dämmerholz-Intrig. Und dafür haben wir den heranwachsenden Intrig nicht mehr, weil wir durch das Narren-Event genug Scheine bekommen haben, um das endlich abzuschließen. Jetzt brauche ich noch einmal einen Schein, um den heranwachsenden Intrig nochmal zu kriegen. Und mir fällt gerade was ein. Einmal muss ich ganz kurz mal hier den Kamoran-Thron nochmal besorgen. Und dann... Andenken. Und zwar die Narrenpastete. Das bringt nämlich nochmal 2 Stunden lang ein bisschen Bonus. Was ist das noch? Ein Zombie? In your hand, in your hand. Ja, ist ja gut. So. Oder? Ist ja nicht so groß. Seid ihr verrückt? Verschwindet von hier! Ja. Was ist denn? Rennt, solange ihr noch könnt. Ach Quatsch. Keiner kann sagen, wann sie wieder zuschlagen werden. Ich suche nach den vermissten Soldaten. Ihr müsst verrückt sein. Ich schätze, ich stelle mein Glück mal lieber nicht in Frage.
Diejenigen, die ich gefunden habe, waren tot. Aber ich habe nirgendwo Hauptmann Trelano oder den Leutnant gesehen. Mhm. Es gibt da ein paar Spuren, aber sie ergeben keinen Sinn. Okay. Wo sollen wir mit der Suche beginnen? In den Lagern des Erkundungstrupps. Ja. Hoffentlich haben es ein paar von ihnen rausgeschafft. Ich bin da nicht sehr zuversichtlich. Mhm. Anschließend sollten wir die Ruinen durchsuchen. Okay, müssen wir beides machen. Wir könnten versuchen, den Aussichtspunkt zu erreichen. Aber das ist ein weiter Weg. Und dann kommt der Adler, der macht, und dann können wir das Gebiet freischalten, und das ist das falsche Spiel. So, was hat euch angegriffen? Die Toten. Ja. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass sie hier etwas lebendiger als gewöhnlich sind. Wenn man einen von ihnen niedermacht, steht er nach einer Weile einfach wieder auf. Gebt mir Bescheid, falls ihr eine Leiche seht. Ich habe ein paar Pfeile, die da vielleicht für eine endgültigere Lösung sorgen. Dann muss ich ein bisschen was fragen zu. Fragt schnell. Wir sitzen hier ohne unsere Kletterhaken in Baumkronen. Verschwenden wir keine Zeit. Kennt ihr dieses Gebiet gut? Sollte ich. Bin schon seit Jahren ein Jagdspur. Jagdspur? Ich bin den Fäusten des Talmor beigetreten, als das Dominion mit dem Anwerben anfing. Mhm. Dachte mir, dass sie einen Führer brauchen könnten. Stellt sich raus, dass ich recht hatte. Ist es immer so wie jetzt? Nein. Aber alle paar Jahre herrscht in diesem Teil von Walenwald eine gewisse Unruhe. Lichter im Wald, herumschwebende Kiesel. Mhm. Es ist jedes Mal anders. Ich habe aber noch nie gehört, dass es jemals so schlimm gewesen wäre. Was war das eben über Pfeile? Jagdspurpfeile. Sie sind nützlich, um Leichen zu entsorgen, wenn... Naja, wenn man sie eben nicht einfach so herumliegen lassen will. Die Spitze ist mit einem besonderen Öl überzogen. Nichts Magisches. Es beschleunigt die ganze Sache nur etwas. Schwierig zu bekommen. Ich habe nur noch ein paar davon. Gut, warum habt ihr euch den Fäusten des Talmor angeschlossen? Ich habe der grünen Dame über Jahre hinweg gedient. Finoriel, derjenigen vor Gwering. Mhm. Als das Dominion sich gründete, schlossen sich ein paar Jagdspur als Vertrauensbeweis an. Und, naja, die Hochelfen sind nicht gerade für ihr Geschick als Waldläufer bekannt. Okay, wie habt ihr Finoriel eingeschätzt? Stark. Wortkarg. Mhm. Dachte, das Taten mehr sagen als Worte. Eine wahre grüne Dame, wenn es je eine gab. Als sie dahinschied, spürten wir alle es. Ja. Insbesondere die Jagdspur. Ja, komm, dann machen wir es auf den Gut. Weg. Wir haben nicht viel Zeit. Alles sehr schön tragisch. Gut. Oh ja, da ist viel zu... Komm. Schnappen wir uns nochmal unseren Mutrick. Wir müssen aber auch... Ne, allein schon für diverse Errungenschaften. Ein bisschen was sammeln. Oh, hallo? Ja. Zwei Spuren. Einer geht langsam, der andere humpelt. Wir kommen näher. So. Dann kommen da vorne die Geister, die müssen wir auch wegmachen, da fehlen wir auch noch ein paar. Es ist nicht gerecht, dass... Was ist nicht gerecht? Du warst zu langsam. Es ist nicht schlau, so langsam zu reden, wenn ich in der Nähe bin. Mhm. So. Das ist gut. Geister sind klasse. Wird mein Jagdgrund sein. Fragt schnell. Was? Nein, 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 nein. Da. Ach so, jetzt verstehe ich. Keiner dieser Geister war Unteroffizier irgendwas. Nur wir beide. Ihr werdet sehen. Ihr nehmt sie nicht mit.
Ich werde euch töten. Genau wie den ganzen Rest. Ich weiß, das ist nicht die beste Methode. Sie wird niemals euch gehören. Sie gehört Marafi. Der Kopf des Erkundungstrupps, Valion. Marafi hat geschworen, sie zu beschützen. Ja, ist ja gut. Wer greift mich an? Da ist doch gar niemand. Ach, da hinten. Okay. So. Machen wir doch mal weiter. Geister sind gut. Es ist nicht gerecht, dass ihr lebt. Aber... Wunden eines Schwertes und Spuren, die nach Süden führen. Ja. Schwerer beim Gehen als beim Kommen. Okay. Sie müssen also etwas von hier mitgenommen haben. Schwerer beim Gehen als beim Kommen. Klingt auch klasse. Danke. Wir räumen hier einfach mal ein bisschen auf. So. Vor kurzem getötet. Ist dies das Schwert des Leutnants? Bestimmt. Er muss in der Nähe sein. Dann gehen wir mal in die Nähe. Allein schon, weil da schon wieder guten alten Geister sind. Mit eurem Fleisch. Dann red doch mal fertig. Lass dich doch nicht immer sofort töten, das ist doch doof. Ah, guck mal, da haben wir doch einen. Leutnant Ivan hier. Der Hauptmann. Ihr seid verletzt. Ihr müsst ihn aufhalten. Wer hat das getan? Oh oh. Reden wir mal mit dem. Er ist gefangen. In einer Falle aus dädrischer Magie. Er wird zu einem derer werden, die ihr bekämpft habt. Oder er wird getötet, wenn er zu schwach sein sollte. Wenn ihr ihn befreien wollt, lasst euch warnen. Ihr könntet seinen Platz einnehmen. Wer seid ihr? Einer, der danach trachtet, dem Schrecken dieses Ortes ein Ende zu bereiten. Ich bin ein Schatten von Ulthorn, demjenigen, den man den Bluthund nennt. Mhm. Ich versuche, Wiedergutmachung zu leisten. Wir sollten uns sputen. Mit jedem Atemzug entgleitet er uns weiter. Okay. Macht euch bereit. Die Reise wird schwierig. Ja. Schließt die Augen. So. Achso, ja. Jawohl, die Jagdgründe, super. Das ist ganz schön schön ausgearbeitet, die Quest, genau. Ganz schön schön. Ne, das ist ganz schön schön. Hm. Passt auf, wo ihr hintretet. Reden wir erstmal mit dem. Hallo. Seid ihr bereit, euren Freund zu befreien? Ja. Es bleibt nicht viel Zeit. Ich kann nicht Erlaubt sehen. Erlaubt mir, euren Blick aufzuklären. Danke. Dort. Nun seht ihr ein bisschen schärfer. Im Kerker des Geistes. Mhm. Gebaut für den, der ich einst war. Hircine blickte tief in meine Seele und verwandelte meine Erinnerungen in ein Labyrinth der Qualen. Ja. Ein Teil von mir konnte entfliehen. Und Hircine machte eine Waffe daraus. Hircine? Klingt so furchtbar weiblich, ist aber, glaube ich, ein Mann. Genau. Wo ist Hauptmann Trelano? Hotel Trelano. Tief in meinem Kerker, wo Wildhüterin Ozai seinen Verstand knackt wie eine Nuss. Wenn sie erfolgreich dabei ist, wird sie ihn aushöhlen und in einen ihrer Diener verwandeln. Seine Hülle wird Nirn durchstreifen, um jeden zu jagen und zu töten, den er jemals kannte. Wie komme ich an ihn heran? Geht einfach durch diese Barriere. Seht ihr die Gegenstände auf dem Tisch? Drei Erinnerungen, die Entschlossenheit eines Bluthunds stählen sollen. Wählt die richtige und die Barriere wird fallen. Wählt die falsche und ihre Diener haben frische Beute. Alles klar.
Nur einer von ihnen wird den Weg freigeben. Wählt mit Bedacht. Jagdbogen ist für sie, ne? Knochenamulett ist nix. Aha. Ich glaube, am wenigsten damit zu tun hat das Knochenamulett, also nehmen wir das. Natürlich, Ulthorn. Es ist eine schöne erste Trophäe. Dann werdet ihr... Wie könnte ich nicht, aber die Weber haben mich gerufen. Ich muss nach Sylvanar gehen. Aha. Dann gehen wir doch mal weiter. Das war also richtig, aber es war mehr Zufall. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Trefft eure Entscheidung mit Bedacht. Nur ein Andenken wird den Weg freigeben. Jagdbogen? Messer? Ach, da ist ein Text. Sie ist zurückgekehrt. Meine Geliebte ist aus Sylvanar zurückgekehrt, nur um unser Leben in Brand zu setzen. Eine grüne Dame. Bei Yvre natürlich ist sie würdig, aber warum muss sie bedeuten, dass es aus ist mit uns beiden? Wir wollten doch gemeinsam jagen. Die Welt sollte unsere Beute sein, aber jetzt will sie ihren Bogen für immer niederlegen. Ich habe mit Gwerin gesprochen, aber sie kommt einfach nicht zur Vernunft. Mehr noch, ihr Verlobter ist dieser alberne Schwächling in Denir. Das ertrage ich einfach nicht. Ich muss etwas tun. Ich werde mich unverzüglich nach Sylvanar begeben. Es muss doch einen Grund für diesen Wahnsinn geben. Und falls nicht, dann werde ich dafür sorgen. Alles klar. Das heißt, das ist wohl der Bogen. Die grüne Dame? Aber das ist unmöglich. Wenn die Weber sagen, dass ich es bin, dann werde ich es sein. Wir waren nicht füreinander bestimmt. Nein, ihr müsst euch weigern. Gwering, wir werden uns nicht so auseinanderreißen lassen. Ulthorn, bitte. Mein Teil in dieser Geschichte ist dabei. Dann ist die Geschichte falsch. Richtig. Aber ein Jägersmann hat mich weg, ja, oder? Jägersmann, stell dich nicht so furchtbar an. Ihr sind fast da. Wählt und bringt es hinter euch. Ich darf nicht scheitern. Ich habe ihn gefunden. Herr Cerny spricht zu mir. Ich darf nicht scheitern, darf mich nicht den Ungerechtigkeiten ergeben, die ich erleiden musste. Obwohl ich alle gegen mich wenden, werde ich nicht aufgeben. Ich kehre nach Wildlingslauf zurück. Dort an den verwunschenen Ort, an dem ich geboren wurde, werde ich die Macht finden, die es mir versprochen hat. Mit ihrer Hilfe... Doch, eine Frau. Mit ihrer Hilfe werde ich einen neuen Weg scheinen. So beginnt meine. Oh, Entschuldigung. Du hast falsch gewählt, nicht mehr ganz sicher. Was aber nichts macht. Schwert, Quatsch. Bogenhäuschen ist gut. Giftfilole, nein. Ja. Ihr hättet nicht kommen sollen, Ulthorn. Es ist immer alles auf dem Sie ersten Kreis. Mit Hirsines Hilfe könnten wir... Der dädrische Fürst? Ich will nichts mehr davon hören. Wenn ihr denkt, dass ich mich gegen mein Volk stelle, seid ihr verrückt. Richtig. Es ist mir egal, was dazu notwendig ist. Gwering, ich werde das nicht vergehen lassen. Ich würde alles für euch tun. Alles? Dann hört auf. Ich bin meinem Volk verpflichtet. Ich werde es vor jeder Bedrohung beschützen, sogar vor euch. Das ist richtig. Gwering! Ja. Nehmt das Amulett zurück, Ulthorn. Nehmt es und erinnert euch daran, was wir einst waren. Ulthorn. So, gut, und weiter geht's. Ich glaube, Barriere haben wir keine mehr, oder? Das ist noch nicht vorbei. Vor euch wartet Wildhüterin Ozai. Ich hoffe, ihr seid beide stark. Es ist nicht gerecht, dass ihr lebt. Aber... Hauptmann Trelano, erinnert euch an eure Soldaten? Nicht schon wieder. Seid gnädig. Ich kann nicht. Kann mich nicht erinnern. Ich kann nicht stark genug! Ulthorn, ihr habt mir ein Geschenk gebracht. Ah, so stark. Na, das ging aber schnell. Kehrt zurück, Hauptmann Trelano. Kehrt zurück und lasst eure Erinnerungen hinter euch. Genau. Komm, red mal mit ihm. Endlich! Wildhüterin Ozai wurde besiegt. Ja. Die gequälten Seelen, jetzt wurden sie gerecht. Lange habe ich auf diesen Tag gewartet. Wohin habt ihr den Hauptmann geschickt? Zurück nach Wildingslauf, wo er sicher sein würde.
Ich konnte sie zwar nicht davon abhalten, ihn gefangen zu nehmen, aber ich kann den Schaden beheben, den sie angerichtet hat. Er wird sich nicht an viel erinnern. Ich kenne die Schrecken, die Wildhüterin Ozai gegen einen ungeschützten Geist entfesseln kann. Ja. Niemand sollte solche Qualen erleiden müssen. Was werdet ihr jetzt tun? Ich kann diesen Ort nicht verlassen. Er ist an mich gebunden und ich an ihn. Ich werde einen Weg finden, ihn zu vernichten. Selbst wenn ich dabei selbst vernichtet werde. Kannst du mich zurückschicken? Natürlich. Ihr müsst nur fragen. Nach allem, was ihr getan habt, ist das doch das Mindeste, was ich tun kann. So. Ist hier noch irgendwas? Naja, hier scheint ja gar nichts zu sein, ne? Dann würde ich sagen, fragen wir ihn. Und zwar jetzt. Endlich! Wildhüterin Otto. Nein. Endlich! Zurück ja. nach Wildhüterin. Natürlich! Ja. Ihr habt unzählige... Ja. So. Und in der nächsten Folge geht's weiter.